Herzlich willkommen bei klagemauer.tv aus dem Studio Stuttgart. Krankheit nach Maß. Die Pharmaindustrie hat die Nachweisführung für Medikamente immer mehr in der Hand und kontrolliert ausnahmslos alle medizinischen Studien. Die im Wettbewerb stehenden Firmen haben ein Interesse daran, dass Diagnostikkriterien immer weiterentwickelt werden. Vor allem was die Definition der Werte einer Krankheit, also Symptome, Messwerte, Dauer und so weiter anbelangt. Je nachdem, mit welchen Werten man zum Beispiel Bluthochdruck definiert, steigt oder sinkt die Anzahl der Patienten. Als die Cholesterinrichtlinien 2001 in größerem Umfang erneuert wurden, waren 9 der 14 Mitglieder der zuständigen Kommission, die die Standardwerte in den USA festlegte, in finanziellen Beziehungen mit Pharmaunternehmen verwickelt. Aufgrund dieser neuen Richtlinie stieg die Anzahl der für eine Therapie empfohlenen Amerikaner von 13 Millionen auf 36 Millionen an. Statt wirklich neue, wirksame Medikamente gegen echte Krankheiten zu erfinden, hat die Pharmaindustrie wieder einmal einen Weg gefunden, ihre Verkaufszahlen zu halten. Sie definiert neue Krankheiten, die bislang gar keine waren. Sie hat ein gewisses Portfolio von Arzneien, die nicht eingesetzt wurden oder die entwickelt, aber wegen geringer Lukrativität nicht auf den Markt gebracht wurden. So kreiert sie ein Problem, das zu einem solchen Medikament passt und bei dem es dann ganz gezielt eingesetzt werden kann. Beispielsweise wurde in den USA für das patentrechtlich auslaufende Mittel gegen Depression, Prozac, der Begriff des prämenstruellen dysphorischen Syndroms kreiert, um Gereiztheit und Angstgefühle vor der Menstruation zu behandeln. Später wurde es als ein neues Medikament, ganz identisch mit Prozac, in einer anderen Pillenfarbe, viermal so teuer verkauft. Wahrlich lukrativ. Profitstreben fördert Erfindung neuer Krankheiten. Das Deutsche Ärzteblatt berichtete bereits im Jahr 2002, dass die Gewinnmaximierung und der Wettbewerb im Gesundheitswesen zu drastischen Maßnahmen bei der Erschließung neuer Märkte zwingen. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein. Wie dies geschehen kann, zeigt zum Beispiel die 5. Neuauflage des DSM, Diagnostisches und Statistisches Handbuch psychischer Störungen. Das aktualisierte Verzeichnis aller behandlungsbedürftigen Seelenleiden ist im Mai 2013 auf Englisch erschienen. Die Veränderungen bei der Definition der Diagnosekriterien könnten nun Millionen Menschen zu Kranken machen. Die Grenzen werden fließend. Ein eigenbrötlerischer Mensch kann dann zum Beispiel als schizoide Persönlichkeit diagnostiziert werden, der Schüchterne bekommt gegebenenfalls das Etikett soziale Phobie etc. Neu und gravierend ist auch die Möglichkeit, Diagnosen ohne klare Symptome zu stellen. Das Psychose-Risikosyndrom ist ein Beispiel für eine derartige Neuerung. Dem Missbrauch sind Tür und Tor geöffnet, wenn das Profitstreben Ärzte zum Kreieren neuer Krankheiten animiert und diese dann mit teuren Pharmaka behandelt werden. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, decken Sie mit uns Missstände wie diesen auf, reichen Sie Ihre Klagen bei uns ein und empfehlen Sie uns weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. In dieser Sendung werden die Gewinnabsichten der Pharmaindustrie aufgedeckt. Da ja laut Schulmedizin diverse Krebsarten als unheilbar gelten, nimmt man an, dass die Pharmaindustrie bemüht ist, durch Medikamente Krebs heilbar zu machen. Dies ist aber absolut nicht der Fall. Für das Jahr 2012 werden neue Medikamente angepriesen, aber hierzu ein Zitat. Pharmafirmen ziehen sogar Entwicklungen vielversprechende Präparate zurück, weil sie aufgrund der langwierigen Testverfahren keine Gewinnchancen sehen. Im Gegenzug dazu werden aber von der Pharmaindustrie unabhängige, sehr wirksame Naturheilmethoden verboten. Gewinn ist das, was die Pharmaindustrie anstrebt, nicht die Gesundheit der Menschen. Pharmakonzern Roche verdoppelt Gewinn. So lautete Ende Januar die Erfolgsmeldung in verschiedensten Medien. Zum Wachstum hätten vor allem Medikamente gegen Krebs und Viren beigetragen, wird darin berichtet. Als mündiger Bürger muss man sich fragen, ob dies wirklich eine gute Nachricht ist. Eigentlich sind Medikamente und Impfungen doch dazu da, die Menschen gesünder zu machen. Somit wäre die positive Meldung,
dass die Gewinne der Pharmakonzerne sinken, weil es den Menschen immer besser geht und somit auch die Krankenkassenprämien gesenkt werden können. Doch solch mitmenschlicher Gedanken scheint die Pharmaindustrie beraubt zu sein. Wie käme sie auch dazu, solange wir es ihr erlauben, Kapital aus den Schwächen und Krankheiten hilfloser Menschen zu schlagen? Roche-Chef Humer meldet vielmehr ganz optimistisch für die kommenden Monate: Angesichts des hohen medizinischen Bedarfs bestehen gute Wachstumsaussichten. Und die Aktionäre freuen sich über die Dividende, die ihnen wie immer leistungslos in die Tasche fällt. Je länger, je mehr. Zeit, verehrte Zuschauer, dass der Strafartikel Ausnutzen der Notlage endlich auch auf den Gesundheitsbereich ausgeweitet wird. Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute mit dem Thema: Bekannter Psychiater warnt vor Diagnosebibel der Psychiatrie. Gegen die für Mai 2013 geplante Veröffentlichung der fünften Version des DSM, einer Zusammenstellung aller psychischen Krankheiten, regt sich immer größeren Widerstand. Einer der vehementesten Kritiker ist Alan Francis, der einst als einer der weltweit einflussreichsten Psychiater galt. Im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung des DSM-5 ruft er eindringlich dazu auf, die problematischen Neuerungen zu ignorieren. Bei genauem Hinsehen merkt man denn auch, dass Widerstand dringend vonnöten ist. So soll beispielsweise bereits Trauer oder Vergesslichkeit im Alter als eine psychische Krankheit gelten. Unschwer ist zu erkennen, dass neben der American Psychiatric Association, der Herausgeberin des DSM, die Pharmaindustrie ein großes Interesse an dieser massiven Ausweitung des Krankheitskataloges hat. Wird so doch praktisch jeder eigentlich gesunde Mensch zum potenziellen Konsumenten für die fast ausnahmslos sehr schädlichen Psychopharmaka-Produkte. And this is how the pharma industry reigns, stays in power. They buy the doctor. Wir werden heute mit einem Experten an vorderster Front zu tun haben. Ich bitte John Virappen nach oben zu kommen. Ein Experte darum, weil er an der vordersten Front weltgrößter Pharmakonzerne gearbeitet hat als Manager. Zeuge aus vorderster Front. Because I have spent 35 years of my life working in an industry, the pharmaceutical industry that my Ich habe 35 Jahre meines Lebens in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet. And they do nothing but annihilate the population of this world. Und diese Konzerne tun nichts anderes, als die Bevölkerung in der Welt zu eliminieren. It's something that I have done myself. I have been just as criminal as they are. Was ich Ihnen heute erzählen möchte, habe ich nicht einfach nur irgendwo geträumt oder beobachtet. Ich habe diese Dinge selbst getan. Und ich war exakt genauso kriminell wie diese Leute. Because the company told me, your career may depend on it. Meine Firma sagte zu mir, deine Karriere hängt davon ab, dass du das hinbekommst. And I started seeing shadows at night. People are dying from taking medication that was legalized. Und mir kamen diese Bilder hoch von all den Menschen, die sterben an Medikamenten, die legal sind. Because I had bribed the Swedish government. Ich habe die schwedische Regierung bestochen. To get the Sulassung for Prozac. Um diese Zulassung zu bekommen für Prozac. They don't care about your lives. They only care about their wallets. Sie haben kein Interesse an ihrer Gesundheit und ihrem Leben. Sie kümmern sich um ihre Profite. But what they didn't figure on was that this drug had the side effects, which, by the way, before it came out, they had hidden under the table.
the clinical results of the side effects. Es stellte sich heraus, dass dieses Medikament Nebenwirkungen hervorruft, die der Firma bereits vor der Markteinführung bekannt waren. Man hat einfach die klinischen Studien unter den Teppich gekehrt. So a lot of people died of heart failure, kidney problems and whatever. Viele Leute starben durch die Nebenwirkungen an Nierenversagen und durch Herzversagen. The pharma industry by law is not obliged to give out information like that. Die Pharmaindustrie ist nicht rechtlich verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, solche Informationen preiszugeben. Their friends in Washington made sure of that. Die Freunde der Pharmaindustrie haben dafür gesorgt in Washington bei der Regierung. And they're propagating to the government in Germany to introduce mandatory vaccination. Und diese Abgesandten von den Konzernen und diese Komitees wollen die Regierung in Deutschland dahingehend beeinflussen, dass Impfungen vorgeschrieben werden sollen. They're not interested in curing any disease you may have. Es besteht kein Interesse daran, irgendeine Krankheit zu heilen, die jemand von uns vielleicht hat. They're more interested in making you get diseases. Es besteht vielmehr ein Interesse daran, dass wir krank werden. They're interested in symptomatic treatment. Es besteht ein Interesse an der Behandlung von Symptomen. And why do they do that? Because they want to make money, 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 money. Sie tun es wegen dem Geld. Because you are not sick people. Denn you are consumers. Sie sind keine kranken Leute. Sie sind Konsumenten. And the pharma industry makes money because they tell everybody that you are sick. Und die Pharmaindustrie verdient eben einen Haufen Geld, indem sie ihnen allen sagt, sie wären krank. So they're targeting the children. They're targeting them with these drugs. Und man zielt auf die Kinder ab mit diesen Medikamenten. Stratera, Prozac, Ritalin, Paxil, Zoloft. Only you have the power to stop these criminals with what they're doing in the pharma industry. Nur Sie haben die Macht, das zu stoppen, was die Pharmaindustrie tut. Just get some control. Put some transparency into the business. Holen Sie Kontrolle zurück. Bringen Sie Transparenz in das Geschäft. Der damalige Gesundheitsminister Horst Seehofer bestätigte den zu großen Druck der Pharmalobby gegenüber der Politik in einer Frontal 21-Sendung am 26. Juli 2006 im ZDF. Er äußerte sich zu dem Rückzug der Politik in bestimmten Entscheidungen wie folgt: Das ist so, seit 30 Jahren bis zur Stunde. Das sinnvolle strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft, im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind, wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Auf die Entrüstung der Journalistin, dass es doch nicht sein kann, dass die Industrie stärker ist wie die Politik, begegnete Seehofer ihr wie folgt: Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. In einem zweiten Interview am 20. Mai 2010 in der ARD bestätigte Seehofer die Aussage mit anderen Worten: Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Viel Geld. In Deutschland ist die Positivliste sowie dieser Entwurf 2003 immer wieder gescheitert.
Warum? Das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer erfahren müssen. Heute gibt er erstmals zu. Der Druck der Pharmalobby war zu groß. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen, nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Seehofers Staatssekretär Baldur Wagner hat seinerzeit dem Chef des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie, Hans-Rüdiger Vogel, sogar ein geschreddertes Exemplar der Positivliste überreicht. Die Pharmalobby setzte sich durch mit massivem Druck. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Die Positivliste gescheitert. Zu teure oder nutzlose Medikamente müssen von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharmalobby so will. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Ja, was? Wörtlich sagte die Kanzlerin, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.